Hey und schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du ein kuscheliges Babynest nähen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Zuerst das Material. Neben Stoff benötigst du Volumenvlies, dann ein Maßband und ein Trickmarker, Füllmaterial und zu guter Letzt eine Kordel. Für mein Nest verwende ich auf der einen Seite kuscheligen Musselin und auf der anderen Seite Waffelpiqué. Theoretisch kannst du das Nest aus allen Stoffen nähen. Ich würde dir empfehlen, nicht dehnbare Stoffe zu verwenden. Da das Babynest und somit auch die Stoffstücke sehr groß sind, blende ich dir für bessere Übersicht hier oben einmal meine Schnittmaße an. Diese sind als ungefähre Maße zu verstehen. Wenn du es länger haben möchtest, verlängere einfach. Wenn du es breiter haben möchtest, pass es einfach so an, wie du möchtest. Aber im Groben sollte das Verhältnis so sein. Entweder du malst zuerst eine Vorlage auf ein großes Blatt und überträgst es dann auf den Stoff, oder aber du zeichnest direkt auf deinen Stoff. Falls du das machst, würde ich dir empfehlen, einen Trickmarker zu verwenden, denn hier verschwindet jegliche Linie nach dem Bügeln. Den Trickmarker und auch alles andere Material verlinke ich dir unten in der Infobox. Also leg dir zuerst deinen Stoff in den Bruch, das heißt du legst ihn doppelt und zeichne dort die Hälfte deines Schnittteils an. Dann schneidest du das Ganze aus und legst es am besten direkt so im Bruch, wie du es jetzt noch hast, auf deinen anderen Stoff, auch im Bruch auf und zeichnest hier die Linie exakt nach. Denn wenn du jetzt das Ganze ausschneidest, hast du zwei genau identische Schnittteile. Und mit diesen zwei Schnittteilen legen wir jetzt beim Nähen los. Lege die beiden Schnittteile rechts auf rechts, also schöne Seite aufeinander und nähe außenrum. Wichtig ist, dass du den unteren Bereich offen lässt, also dort, wo in meiner Abbildung 35 cm stehen, denn hier kommt nachher das Futter rein. Nähe also nur dort, wo in meiner Abbildung die Linie rot-orange ist, der Teil, der hier blau gekennzeichnet ist, von diesen beiden Kreuzchen in der Mitte, hier lässt du offen. Wenn die beiden Schnittteile also so weit zusammengenäht sind, dann kannst du das Ganze auch schon wenden. Schnapp dir dein Maßband und miss aus, wie breit deine Kordel ist, denn der Tunnelzug, den wir gleich nähen, sollte etwa einen halben Zentimeter breiter sein, als es deine Kordel ist. Wenn deine Kordel also 1,5 cm breit ist, dann ziehst du jetzt eine Linie mit einem Abstand von etwa 2 bis 2,5 cm von der davor genähten Naht, also vom Rand aus. Der Start und der Endpunkt sollte wieder an der gleichen Stelle sein wie vorher, also dort, wo ich vorher die kleinen Kreuze eingezeichnet hatte. Mach das Ganze einmal komplett außenrum, also von vorherigem Nahtbeginn bis zu Nahtende, und verwende dabei am besten wieder einen Trickmarker, denn du zeichnest hier auf der rechten, also auf der schönen Stoffseite. Wenn du den Tunnelzug vorbereitet hast, dann schnappst du dir eine Büroklammer und machst deine Kordel an dieser fest. Meine Kordel habe ich nicht gekürzt, ich habe die gesamte Länge gelassen, um so nachher besser abschätzen zu können, wie lang sie sein soll. Mit Hilfe der Büroklammer kannst du jetzt deine Kordel einmal durch den Tunnelzug durchschieben. Und ein wichtiger Hinweis: umwickle deine Büroklammer am besten mehrfach mit Klebeband, denn bei mir ist beim ersten Durchschieben die Büroklammer etwa bei der Hälfte aufgegangen, was ziemlich ärgerlich ist, denn so muss die gesamte Kordel wieder rausgeholt werden. Und wenn die Klammer umwickelt ist, passiert das eben nicht. Im nächsten Schritt machen wir uns an die Polsterung, also brauchen wir das Volumenvlies. Leg dein bereits genähtes Stoffstück gerade vor dich und zeichne jetzt auf die rechte, also die schöne Stoffseite, den inneren Kreis an. In meiner Abbildung ist dieser pink. Das wird die Liegefläche. Lege dein Volumenvlies oder eine alte Bettdecke oder ähnliches, mit dem du eben dein Nest polstern möchtest, obendrauf und schneide ungefähr in der gerade gezeichneten Linie, also dieses Innere vom Nest, eine Polsterform aus. Wichtig ist, dass dein Polster ein bisschen größer ist als dieser pinke Innenkreis, so dass das Polster in dieser Naht festgenäht wird. Denn falls du dein Nest einmal später waschen möchtest, wird so sichergestellt, dass das Polster nicht verrutscht.
Ich schneide hier zwei Lagen des Vlieses zu, damit das Ganze weicher wird. Diese beiden Matten schiebe ich dann ins Innere meines Nests und steppe die gezeichnete Naht, also in der Abbildung das Pinke, einmal entlang ab mit einem Geradstich. Jetzt ist dein Nest auch fast fertig. Im letzten Schritt muss jetzt nur noch die offene Kante geschlossen werden. Hierzu klappst du den Stoff, wo er eben noch offen ist, etwa 1 cm nach innen um, sodass du eine saubere Kante hast und steckst dann den oberen und den unteren Stoff zusammen. Und an dieser Kante steppst du dann knappkantig ab. Und jetzt ist dein Babynest auch schon fertig. Solche Nähprojekte, die viel räumlichen Platz in Anspruch nehmen, sind sehr schwer darzustellen. Ich hoffe, dass du durch die Abbildung das Ganze gut nachvollziehen kannst. Ich wünsche dir viel Freude mit deinem schönen Babynest. Und jetzt viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.